Hi, heute habe ich eine richtig schnelle Nummer für euch und zwar die hier. Das sind Galbi Short Ribs von meinem Cool Grill mit nur 3 Zutaten und wie ich die gemacht habe, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich heute brauchen werde und ihr seht, es sind nur 3. Wir haben zum einen die Galbi Short Ribs, die habe ich bei Your Beef bestellt, Link dazu in der Videobeschreibung und ich meine, schaut ihr euch an. Geil durchwachsen, richtig gut Fleisch drauf, so wie sich das gehört. Die werden wir gleich einfach nur würzen mit meiner Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Dann kommen die auf meinen Holzkohlegrill, werden richtig schön scharf angegrillt und später dann noch mit einer Sweet-Chili-Soße glasiert. Eine ganz, ganz einfache Nummer, aber nicht weniger lecker. Und deswegen würde ich sagen, wir legen los. Und zwar mache ich das Ganze wie gehabt. Ich habe hier das Fleisch in einer Auflaufform liegen. Ganz einfach, dass wenn mir Rub vorbeifällt, dass ich ihn noch weiter verwenden kann. Jetzt wird also dementsprechend das Fleisch gewürzt. Hier habe ich also meine Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Wer sie bis jetzt noch nicht kennt, Leute, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Die ist super vielseitig einsetzbar. Ist mit Thai-Basilikum, reichlich Chili, Koriander. Eine richtig, richtig leckere Geschichte für alle asiatischen Gerichte geeignet. Die solltet ihr auf jeden Fall mal probiert haben. So, jetzt sind also diese Galbi-Ribs schön damit eingepudert. Und dann habe ich hier nochmal 3 Stück. Die legen wir einfach oben drauf. Und würzen die eben auch noch. Ich lege die möglichst eng beieinander, damit da kein Rub groß vorbeifallen kann. Damit das meiste hier oben drauf liegen bleibt. So, ordentlich einreiben. So, das reicht auch schon. Und jetzt einfach die Ribs einfach schön in der Auflaufform nochmal wenden, damit auch die Seiten hier noch ein bisschen was von dem Gewürz abbekommen. Und während dann jetzt mein Holzkohlegrill weiterhin durchglüht, beziehungsweise die Holzkohle durchglüht, kann der Rub ein klein wenig ans Fleisch anziehen. Und dann geht es gleich am Grill weiter. So, meine Coco Eggs sind durchgeglüht, die kann ich jetzt in den Grill geben. Habe mir einen schönen direkten und indirekten Bereich eingerichtet. Grillrost kommt drauf und den lasse ich jetzt erstmal ordentlich heiß werden. So, kurze Zeit später ist mein Gussrost ordentlich vorgeheizt und da können jetzt die Galbi Ribs aufgelegt werden. Und werden jetzt schön scharf angegrillt. So, gute 3 Minuten später können wir unsere Galbi Ribs mal drehen. Oh ja. Die sehen fantastisch aus. Und weiter geht's. So, weitere 3 Minuten später, schaut sie euch an. Die sehen absolut fantastisch aus. Die werde ich jetzt auf der Oberseite schon mal glasieren mit meiner Sweet Chili Soße, die ich hier habe. Kriegt ihr ganz normal in jedem Supermarkt, nicht schwierig zu bekommen. So, schön einpinseln. So, wunderbar, in einer Minute kann ich sie dann drehen. So, Zeit, die Galbi Ribs das letzte Mal zu drehen. Oh. Mega schauen die aus. So, und jetzt kriegt die andere Seite auch noch Sweet Chili Soße ab. Auch nochmal schön verpinseln, dass es ganz dünn nur drauf ist. Und
Wunderbar. Und dann kann ich sie jetzt nehmen und lege sie hier rüber in den indirekten Bereich. Kurz den Deckel zu und in 2 Minuten können wir sie runternehmen. So, 2 Minuten sind rum. Die Short Ribs dürfen runter vom Grill. Boah, da freue ich mich drauf. So, hier habe ich also ein Galbi Short Rib ruckzuck gemacht und es riecht fantastisch und da beiße ich jetzt mal rein. Das ist einfach mega geil. Ich muss hier direkt nochmal. Das Fleisch ist einfach super saftig, geil gewürzt und einfach dieses scharfe Angrillen. Ist das einfach eine unfassbar leckere Geschichte. Galbi Short Ribs eignen sich eben hervorragend, um sie kurz zu grillen. Ihr braucht die nicht 7 Stunden auf dem Grill zu räuchern, bis sie weich werden. Das ist eine richtig, richtig leckere Geschichte. Man kann eigentlich gar nicht aufhören. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zu den Short Ribs findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hatte ich bei Your Beef bestellt. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Das lohnt sich absolut. Macht das nach. Ihr braucht nur 3 Zutaten. Ruckzuck erledigt und das ist richtig, richtig geil. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier vorne eine Insta-Story gesehen. Schaut da sehr gerne vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.